Hi, ich bin Noah, ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere Produktdesign an der ABK in Stuttgart und ich habe im Zuge von einem Semesterprojekt, was auch gleichzeitig der Remova Design Award war, Accessoires für Prothesen gestaltet, die dem Prothesenträger mehr Kontrolle über sein Aussehen geben. Also die Idee ist komplett aus dem Remova Design Award entstanden, weil das Thema vom Remova Design Award ist ja auch Mobilität. Und zunächst haben wir uns einfach als Ganzer, als Kurs haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn alles Mobilität, was kann denn alles Mobilität sein? Bei mir kam dann relativ schnell der Gedanke, eben dieses Mobilität zurückerlangen. Also man verliert seine persönliche Mobilität im Fall von einer Amputation durch einen Unfall oder sowas. Und dann tut man aber die Mobilität wiedererlangen mit den Prothesen. Und das ist an und für sich ja super und es funktioniert auch mega, mega gut. Also da ist die Innovation sehr stark in dem Feld. Allerdings ist es so, dass in dem Fall einer Amputation und dann auch der Prothese, die man im Anschluss dann trägt, es ist einfach so, dass es gibt zwei Sachen. Es ist einmal das soziale Stigma, das ist das, was von außen kommt. Und es gibt das Body-Image, das ist das, was man selbst wahrnimmt, ja, wie man sich selbst wahrnimmt. Und Ziel des Ganzen ist es einfach, die Brücke zwischen diesen beiden Seiten zu schlagen, zu sagen, hey, mit diesen Accessoires hast du erstens die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie deine Prothese aussehen soll. Das heißt, du hast automatisch ein selbstsicheres Gefühl oder einfach ein besseres Gefühl über die Prothese. Und im zweiten Moment ist es auch bei der Außenwirkung so, dass einfach, ne, wenn es rund ist und individuell und dann zieht es Blicke auf sich, aber auf eine positive Art und Weise. Und es geht bei dem Projekt nicht um Inklusion, sondern es geht um Normalisierung, dass es eben nicht mehr, ja, sag ich mal so, uncanny betrachtet wird. Und die Idee dahinter ist, dass man praktisch mit Accessoires seine Prothese schmücken kann, weil die Prothese, die hat man und die wird sich auch nicht ändern. Aber man kann eben trotzdem Kontrolle über das Aussehen übernehmen, indem man sagt, okay, ich entscheide, wie sie äußerlich dastehen soll. Was mir persönlich immer wichtig ist bei Design, ist, dass ich keine Bedürfnisse erfinde. Das heißt, ich schaue mich um nach reellen Problemen und gucke dann nach guten Lösungen für diese Probleme. Und wenn es am Ende des Tages dann die Leute glücklich macht und wenn ich damit jemandem helfen kann, auch auf eine, sag ich mal, ästhetische Art und Weise, so, dann ist es genau das, was ich erreichen will.